Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güt, dass sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. So dichtete 1606 der Laubaner Pfarrer Behm. Zwischen Ostern und Pfingsten, mitten in der Woche, an einem Donnerstag, ein Feiertag, Christi Himmelfahrt. Ein Feiertag seit dem 4. Jahrhundert. Gefeiert 40 Tage nach Ostern, nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte. Lukas, der Evangelist und Apostel, hat im Neuen Testament der Bibel sein Evangelium geschrieben über das Leben Jesu und im zweiten Band sozusagen eine Apostelgeschichte von den Anfängen nach der Auferstehung Jesu, der Bildung der ersten Gemeinde, so ein kleines Kompendium der Kirchengeschichte. Christi Himmelfahrt, wenn wir das auch in der Kirche einem anderen erklären wollen oder sollen, tun wir uns manchmal schwer damit. Es ist ein Feiertag, mit dem viele wenig anfangen können. Obwohl wir jedes Mal im Gottesdienst, im Glaubensbekenntnis sagen, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Bei Lukas lesen wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte eben jene Geschichte von der Himmelfahrt Christi. Vielleicht können Sie diese Geschichte auch einmal nachlesen. Der Himmelfahrtstag wird von den meisten auch Vatertag, Männertag oder Herrentag genannt und als solcher begangen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich dieser Brauch immer weiter bis zu den heutigen Ritualen des Vater- oder Männertages, ob zu Fuß, per Rad oder Kremser und manchmal auch in Familie. Was erzählt die Bibel, die Apostelgeschichte? Nachdem sich der auferstandene Jesus seinen Leuten über einen Zeitraum von 40 Tagen hat sehen und sprechen lassen, ihnen begegnet ist, verabschiedet er sich von seinen Jüngern, um zu seinem himmlischen Vater zu gehen. Vielleicht haben die Vokabeln dieser Himmelfahrtsgeschichte Pate gestanden für die Bezeichnung Vatertag, denn Jesus geht zu seinem, zu unserem Vater, wie es im Vater unser heißt, Vater unser im Himmel. Und da die Jünger alles Männer waren, die 11, die noch übrig waren, da war es eben auch ein Männertag. Jesus verabschiedet sich von den Seinen, aber er sagt ihnen auch weiterhin seine Gegenwart zu, seinen sie erfüllenden Geist, den Geist Gottes, den Heiligen Geist, den sie 10 Tage nach Himmelfahrt Pfingsten dann auch erhalten. Und Pfingsten in Jerusalem, das beginnt, was heute weltweit als Kirche da ist. Pfingsten sozusagen 10 Tage nach Christi Himmelfahrt, die Geburtsstunde der weltweiten Christenheit. 40 Tage nach Ostern, nach dem Ostersonntag, feiern wir Christi Himmelfahrt. Wir haben im Deutschen nur ein Wort für Himmel. Das ist der Raum, wo die Gestirne sind, wo die Flugzeuge und die Satelliten kreisen, Sonne, Mond und Sterne zu sehen sind. Und als Raum Gottes, wie es im Vater unser heißt, unser Vater im Himmel. Die Engländer haben es da einfacher. Sie haben für den Begriff Himmel zwei Worte. Einmal Sky, das ist der Himmel, wie wir ihn sehen, mit den Gestirnen, mit Sonne, Mond und Sternen. Und dann Heaven als eine Seinsweise, die dem Menschen so nicht zugänglich ist, die ihm geschenkt wird. Etwa, wenn sich Verliebte wie im siebenten Himmel fühlen. Heaven ist der Raum Gottes. Und so möchte ich Ihnen sagen, nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, da ist der Himmel. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und schönen Tag Christi Himmelfahrt und wenn Sie unterwegs sind, passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie gesund wieder nach Hause zurück.